In Uska, früher Stolpmünde, haben wir im Hotel Ries ein Fachwerkbau mit 24 Zimmern eingescheckt, um diesen Teil der polnischen Ostseeküste kennenzulernen. Nachdem das Zimmer bezogen und der Koffer ausgepackt ist, machen wir uns zu einem Kennenlernen-Spaziergang durch Uska auf. Einst war Uska ein mittelalterliches Fischerdorf inmitten der Dünen. Heute ist der Ort ein lebhaftes Seebad und ein anerkannter Kurort. Die Hauptstraße wird gesäumt von vielen Fachwerkhäusern, in denen sich Cafés und Restaurants sowie Andenkläden befinden. Ein Anziehungspunkt in Uska ist der Hafen, wo bis 1887 Getreide und Spirituosen umgeschlagen wurden. Unweit vom alten Speicher steht der Leuchtturm. Das Licht reicht etwa 3 Seemeilen auf das Meer hinaus. Gegenüber vom Leuchtturm befindet sich eine Drehbrücke, die jeweils zur vollen Stunde für 15 Minuten sich öffnet.
hier in unsere Richtung. Einkehrmöglichkeiten gibt es viele. Die Speisekarten sind mehrsprachig, sodass das Bestellen von Speisen kein Problem bereitet. Nach dem Essen bummeln wir noch durch das ehemalige Kapitänsviertel in der Altstadt mit seinen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern. Hier beenden wir unseren ersten Tag an der polnischen Ostseeküste. Der heutige Tag fängt gut an. So ein Frühstücksangebot hatten wir noch nie. Wurstbelag gibt es reichlich. Zehn verschiedene Konfitüren stehen zur Auswahl. Thank you.
Honig gibt es in 12 verschiedenen Sorten. Da fällt die Auswahl schwer. Zum Schluss noch ein wenig Obst. Nach dem reichhaltigen Frühstück gehen wir hinunter zum Hafen, wo wir das Auslaufen einer Kogge bestaunen. Weiter schlendern wir auf der Mole. Hier steht seit 2010 eine attraktive Nixe aus Bronze auf einem Marmorsockel. Wer der Nixe über den linken Busen streichelt, hat einen Wunsch frei. Da die Seejungfrau halb Frau und halb Fisch ist, muss man sich mit der Hälfte des Wunsches begnügen. Von der Mole aus kann man sehr gut das Ein- und Auslaufen der Schiffe beobachten. Auf der Hauptstraße entlang gehen wir in Richtung Erlöserkirche. Thank you.
Der Kirchenbau begann in der Zeit von 1885 bis 1888. Durch die Altstadt gehen wir nun in Richtung Hotel, wo wir den heutigen Tag beenden. Thank you.